Warum erinnert mich das eher an ein Level, was wir schon hatten? Alright, was haben wir denn hier für ein Puzzle? Okay. Das ist, glaube ich, relativ... Okay, das so, das so. Du so hin und du so hin. Drück den roten Knopf. War das clever? Hätten wir vor, was an den Haken... Ja, okay, wir müssen vor, was an den Haken binden. Ah, okay. Verstanden. Na, komm schon. Okay. Oh, okay. Ich verstehe. Der haut immer da ab, wo wir gerade sind. Aber dann packen wir hier den Deckel drauf. Dann bleibt er nämlich hier. Dann können wir das verbinden. Und dann schießen wir den einfach ins All. Because we can. Der lässt seinen Koffer fallen. Darin ist das Triforce. Und dann können wir hier so nicht aufmachen. Wo muss das Triforce hin? Wahrscheinlich hier irgendwo. Rip-Vogel. Alright, und dann. Schon wieder Boss-Level. Dynamischer Dino. Das klingt nach so einer richtig cringy, nach so einem richtig cringy Dating-Profil. Hey Babe, wenn du willst, kann ich dein dynamischer Dino sein. Nee. Einfach nein. Nee. Geh nochmal wieder zurück. Da sind nur noch mehr Sachen. Locker da rein. Puzzle Time. Ah, okay. Das wiederholt sich jetzt sehr schnell. Die drehen sich so. Easy. Wusstet ihr, dass man das übrigens mit 3 Zügen lösen kann? Hold on. Und das hier wird noch so ein Laufband und wir... Moment, das geht in die falsche Richtung. Warum läuft der Dino auf die Kettensäge zu? Dynamischer Dino auf Tinder ist bestimmt 80 und nutzt den rüstigen Rentner-Tag in der Hoffnung, eine Studentin... Nee. Also in der Hoffnung, eine Studentin aufzureißen, dann brauchst du eher so den... Brauchst du eher so Hashtag Zahlschwein oder so. Okay... Was machen wir denn mit dem Werkzeug? Sehr präzise. Was machen wir denn mit dem Werkzeug? Ach, das kommt da oben rein. Aha. Okay. Und jetzt einmal abhebeln. What? Fett. René, vielen, vielen Dank für 40 Monate. Holy smokes. Das sind fast 4 Jahre. Also, mal ernsthaft jetzt. Dankeschön. 40 Monate ist crazy lang. Ich wusste nicht mal, dass ich so alt bin. Und das Ding setzen wir jetzt hier ein. Schöne Robodino. Oh,
Heute kein Titan Quest? Nee, heute kein Titan Quest. So toll fand ich die Mod letztes Mal nicht. Also war okayisch, aber es war auch eher so... Ja, nee, will ich jetzt nicht so ausufernd machen, weil Diablo 2 Resurrected vor der Tür steht. Ich will mein ARPG-Durst nicht so sehr stillen, bevor Diablo kommt. Okay. Cutter. Vollautomatischer Pizzaschneider quasi. Flexen wir doch einfach mal das Schloss weg. Was ist das? Griff. Sehr griffig. Kriegt er jetzt ein... Ach was, Alter. Entschuldigung, darf ich Ihnen aus Ihre Diskette aus dem Unterleib nehmen? Könnte ein bisschen unangenehm sein, aber es ist leider medizinisch notwendig. Oh, okay. Ich habe es gerade verstanden. Ich muss beide Sachen connecten. Okay. Ja, easy. Warum ich... Er hat mich einfach entführt und dann kann ich mich an nichts erinnern. Oh, hier werden sogar die Roboter geroofied. Das ist natürlich bitter. Erstaunlich, dass er sich an die Entführung erinnern kann. Normalerweise macht man sowas doch vorher. Aber, also das Roofien. Aber nun gut. Hier schwebt ein offensichtlicher Griff. Oh, es ist ein Schlüssel, okay. Da fehlt noch was. Trichter. Okay, hier muss bestimmt der Griff rein. Okay. Ist das ein Entangle-Ding? Okay, das war jetzt super entspannt. Das ist ja vollautomatisch. Und so hat Walter White sein blaues Crystal Meth gemacht. Voll gut, dass wir das jetzt einfach mit der Schaufel in die Hand nehmen. Es ist halt so... Oh. Aber okay, das hätte man irgendwie mit einer cooleren Mechanik machen können. Mehr fancy, aber okay. Gefroren. Okay. Okay, ja, er ist definitiv gefroren. Lass mich raten. Einfach nur mit dem Feuerzeug würde es nicht gehen. Stattdessen
nehme mir diese Axt. Und können hier kein Holz hacken, sondern müssen das Holz wahrscheinlich hier auf das Ding packen. Dann hier spalten. Dann gehackter Stamm. Das klingt wie ein urdeutsches Essen. Auch das funktioniert so vielleicht nur bedingt, aber okay. What the... Okay, das war seltsam. Aber zumindest funktioniert das Moped jetzt wieder und jetzt ist er aufgestanden, wir kommen an die Kiste, können das Zahnrad rausnehmen, packen das Zahnrad genau hier hin. Das macht den Riegel auf und wir können gehen. Hier. Abrissbirne, okay. Können wir den schon... Nee, okay, können wir nicht. Unsere Brechstange ist zurück. Na komm, da hätte sie die zweite doch auch gleich noch mitmachen können. Okay, da müssen wir offenbar erst noch irgendwo ein Muster sehen. Da kommen wir so nicht ran. Hier ist noch irgendwas. Das war einfach die dritte Batterie, okay. Müssen hier jetzt einfach alle angehen? Ist das der Deal? Das wäre ein bisschen sehr stumpf, oder? Okay, wo haben wir denn mal so ein Muster? Ah, okay. Da bekommen wir diesen Hebel. Diesen Hebel setzen wir hier an. Kann ich damit aber immer noch nichts machen. Es wäre total gut, wenn wir den Hebel irgendwie hier ansetzen könnten, aber das funktioniert so irgendwie nicht. Oder? Nee, es kann schon nur so auf die Höhe. Die Brechstange haben wir auch nicht mehr, ne? Nee. Okay, ich bin zur Abwechslung mal ein bisschen verwirrt. Hier müssen wir bestimmt erst irgendwas hochziehen. Hier noch irgendwas? Ah, der gute alte Cutter. Okay, dass wir das. Okay, es hat jetzt immerhin 5 Stufen. Die drehen sich entgegengesetzt. Ja, das ist gar nicht so gut eigentlich. Nein, verdammt. Geht es wieder von vorne los? Verdammt, warum bin ich jetzt gerade zu dumm dafür? Okay, wie wollen wir denn...
So, es geht doch. Die schwere Geburt hier. Came in like a wrecking ball. Fucking großartig. Oh. Es lief in dem Musikvideo aber anders. Okay, da kriegen wir bestimmt noch 2 Sterne, oder? Da war ich sau langsam. Ja. Das machen wir nochmal. Wenn schon, dann richtig. So, direkt die Kiste. Das Ding. Einmal aufbrechen. Le Hebel. Einmal Griffigkeit. Einmal Cuttern. So, mal gucken, ob ich das jetzt schneller hinkriege. Die drehen sich entgegengesetzt, die drehen sich gleich, ne? Nee, die drehen sich entgegengesetzt, die drehen sich entgegengesetzt. Prinzipiell die beiden. So, so. Nein, verdammt. So. Meine Güte. Ja. Way. Ah, großartig. Okay. Das sieht besser aus. Ach, schon wieder Boss-Level. Dieser Spinnenbot. Oh Gott, ich habe schlechte Erinnerungen an The Ascent, was Spinnenbots angeht. Das erinnert mich hart an Wild Wild West. Uralter Film mit Will Smith. Okay, da kommen wir irgendwie noch nicht ran. Da muss so eine Batch rein. Nee. Ist da unten nichts? Okay. Du musst doch easy hier rein, oder? Nehmen wir eine an. So, Schraubenverschlüsselung. Okay, hier ist das Puzzle hinter. So, dann hätten wir das. Okay, ein Abzeichen reicht. Dann geht das hier rein. Schon kommt die Polizei. Wenn die Polizei vorbeifährt, ja, halte ich erstmal an, ja. Spiel auf Hanus das Schema F, ja? Nicht unbedingt. Nice. Richtig fix. Pinguin-Dilemma. Willkommen zu Will Solve It und die Roboter-Pinguine. Ein Buch, das es wirklich gibt. Kein gutes, aber eines, das existiert. Okay, da muss noch eine Übersetzung oder so dazwischen. Schraubendreher, hier haben wir ein Rätsel. Oh, mal wieder Pipes. Wo müssen wir hin? Da. Du musst safe so. Wäre auch kürzer gegangen, oder?
Feuer am Start. Hier muss locker das Ding drauf. Okay, dann kriegen wir hier einen neuen Pfeil. Alles klar. Können wir das Ding irgendwie... Nicht den Schraubendreher. Können wir das Ding irgendwie drehen? Okay. So funktioniert's. Der Pingu ist schon mal safe. Dann geht hier das Zahnrad? Zahnrad hin. Das stimmt aber nicht mit mir. Hippity hoppity. Get off of my property. Oder was wird das hier? Oh, okay. Was? Sekunde. Ist das, wie heißt denn der von den Pinguinen von Madagaskar? Ist das Rico, der so ganz viel Kram hochwürgen kann? Oder ist das... Nee. Ist es nicht Private? Ist es nicht Skipper, oder? Funktioniert das nicht so? Kann ich den... Okay, vielleicht muss das da oben rein? Nee. Ah, vielleicht müssen wir es erst anzünden. Oh, jetzt aber schnell. Ja. Rico ist der Richtige, alles klar. Danke.